Ja, moin zusammen. Hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin jetzt gerade in Berlin bei der Veranstaltung ED1000. Das ED steht für Electric Drive. Und das ist sowas wie der kleine E-Cannonball, sage ich mal. Mit dem Unterschied, dass es jetzt keine Rallye in dem Sinne, dass es irgendein Wettbewerb ist, sondern hier fahren 18 Teams mit 18 oder mit vielen verschiedenen Elektroautos. Ich weiß gar nicht, ob es 18 sind. Zeige ich euch gleich alle. Und das Besondere dabei ist, man kann sich hier nicht bewerben und als Privatmann mitfahren, sondern das sind Werksteams sozusagen von den Herstellern. Und in der Regel sind es Promis, die da mitfahren. Und ATU fährt mit. Das sind die mit dem roten iWays hier hinter mir. Und ATU hat mich gefragt, ob ich bei ihnen im Team mitfahre. Und tatsächlich habe ich ja gesagt, deswegen bin ich heute dabei. Auch wenn ihr von dieser Veranstaltung nichts gehört habt, wird hochinteressant. Wir fahren 1000 Kilometer und zwar morgen, heute ist Samstag, morgen am Sonntag früh geht's los. Von Berlin über Bielefeld, Ulm nach München. Und das ist im Prinzip nur eine Challenge, da gilt es anzukommen, was ja heutzutage eigentlich kein Problem ist. Aber man will im Prinzip noch mal ein Zeichen setzen, dass man auch mit ganz vielen verschiedenen Elektroautos die 1000 Kilometer ohne Probleme heutzutage bewältigen kann, an einem Tag natürlich. Und wir treffen uns dann am Sonntagabend in München zur Eröffnung der IAA. Und ich nehme euch heute mit, ihr seid dabei, deswegen bleibt dran. Das sind Probleme. Wir kommen nicht hin. Nee, kannst du drücken, bis du schwarz wirst. Stopp nicht. Mach mal am Auto. Ich halte meinen Schlüssel. Ja. Hab ich ja schon. Ja, hi zusammen. Ich habe jetzt hier den Jürgen Vogel. Ihr kennt ihn vielleicht aus Film, Funk und Fernsehen. Zumindest ich kenne ihn daraus. Sag mal, kurze Frage, Jürgen. Du bist jetzt hier auf einer Elektroautoveranstaltung. Ja. Was hast du mit Elektroautos zu tun? Ich war selber auch ein Elektrowagen. Also echt? Den Jaguar. Cool. Ja, den I-Pace. Den I-Pace, ist das deiner? Morgen. Das ist jetzt nicht meiner, aber das ist auf jeden Fall das gleiche Modell. Ich selber bin mit dem Roller gekommen, auch Elektro. Cool. Wohnst du in Berlin? Ja, ich wohne in Berlin. Ist ja nicht ganz so weit der Weg. Ja, genau, ist nicht so weit und da kommst du halt gut durch. Okay. Ja, du bist jetzt hier also auf Geheiß von Jaguar, wie du Werksfahrer bist sozusagen. Ich fahre ja nicht mit. Du fährst aber nicht mit? Ich bin seit über 17 Jahren Markenbotschafter für Jaguar. Und insofern ist es mir eine große Freude, weil ich hier die ganze Entwicklung sozusagen mitgesehen habe, miterlebt habe. Die sozusagen vom Verbrennungsmotor bis hin zur Umstellung, was für Diesel, saubere Diesel, okay, feine Dings, hin zur Elektrikmobilität. Und da bin ich auch ein großer Fan von. Und wie lange fährst du jetzt schon den I-Pace? I-Pace seit fast 2 Jahren. Aber du fährst wahrscheinlich wenig Langstrecke damit, oder? Na, doch, ich fahre auch schon Langstrecke. Also man muss sich dann ein bisschen so eine Route ausnehmen, wo man sagt, ich mache da jetzt eine Mittagspause, auch esse was, lade auf und so. Dann ist das alles gut. Also jetzt eine Weltreise würde ich momentan noch nicht machen. Das hat aber weniger mit dem Fahrzeug zu tun, als mit der Möglichkeit, vielschichtig aufzuladen. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, aber die sind ja dabei. Also man ist ja auf dem richtigen Weg. Also am Anfang gab es gar nicht, was das Fahrzeug angeht, sondern wirklich die Lademöglichkeit. Gerade vor 2 Jahren, wenn wir sagen, vor 2 Jahren hat das so angefangen. Also es gab immer eine Ladesäule, also ich habe immer eine gefunden, aber es war jetzt nicht so mega in der Nähe von da, wo ich wohne. Also es war immer so ein kleiner Weg. Also du kannst nicht zu Hause aufladen? Doch, jetzt kann ich, also nicht zu Hause direkt, aber ich kann bei mir in der Straße aufladen. Okay. Und das ist okay, ein kleiner Fußgang von 5 Minuten. Das kann man zumuten. Ja. Und ja, du als Elektromobilist der ersten Stunde. Mobilist ist auch ein gutes Wort. Elektromobilist, ja, das ist ein geiles Wort. Ja. Ja, ich danke dir fürs Gespräch. Danke auch. Alles Gute. Dir viel Erfolg weiterhin. Und danke ciao. Dir. Vielen gut. Dank. Ciao, ciao. Wieso? Du hast doch Tatort auch gespielt, ne? Oder was? Tatort habe ich auch gemacht, aber immer als Gast. Und jetzt bin ich halt selber Kommissar im Kroatien-Krimi. Und du fährst jetzt mit morgen, oder? Genau, ich fahre den. Du fährst den IONIQ 5. Zum zweiten Mal. Und wir haben schon, die Rallye haben wir schon in einer Mannschaftswertung haben wir schon mal gewonnen. Das heißt, wir haben ein bisschen Erfahrung mit dem IONIQ 5. Das macht super Spaß, genau.
Und fährst du privat auch elektrisch? Oder? Kona. Seit wann? Seit 2 Jahren. Und 2 Jahren bin ich auch mit dem Kona bis nach Kroatien runter. Weil ich bin dann immer für 2,5 Monate da zum Drehen. Und dann habe ich ein Auto dort und ich fahre dann elektrisch runter und spare, also damit umsteigen. Insgesamt sind es allein schon hin und zurück 4 Flüge und das ist einfach ein Haufen Tonnen CO2. Ja klar. Da bin ich gespannt, wie wir morgen abschneiden. Ja. Also es ist ja keine Rallye, also es geht ja nicht ums Gewinnen. Nee, es geht ums Es geht ja nicht ums Gewinnen. Nein, es geht gar nicht ums Gewinnen. Nein. Ich habe starke Brüder. Ja. Und Fundstück. Und ich habe Akzent, der auch gefährlich ist. Das ist geil. Ja, du, wir sehen uns. Toi, toi, toi. Nee, wirklich, ich wünsche dir alles Gute morgen. Wirklich, toi, toi. Also mit dem iWays. Wir rollen das Feld von hinten auf. Ich bin übrigens Jens vom Kanal Move Electric. Und ich bin Len vom aus Berlin. Kanal Kroatien Kredit. Danke, bis morgen. So, nach den B-Promis kommen jetzt mal die richtigen Promis, nämlich Anna Wiesolowski von Polestar Deutschland, Pressesprecherin. Wir haben Eva Sanders mit ihrem Polestar Polly, den kennt ihr vielleicht vom E-Cannonball. Und wir haben Miss E-Cannonball persönlich, Anni Kröger. Sie geht fremd und hier auf der Ad 1000, das interessiert mich. So, Arni, ja. Warum bist du hier und mit Eva und mit Polestar? Was ist los? Also, Polestar war so nett, Eva einzuladen und Eva war so nett, mich einzuladen. Und wer hat Frau Wiesolowski eingeladen? Das wissen wir nicht genau, wahrscheinlich war es Poldi. Ach so. Also die Edi 1000 hat dann Polestar eingeladen, hat Eva eingeladen, hat mich eingeladen. Ich stehe also am Ende der Nahrungskette hier, bin aber natürlich super gespannt, was dieser Event so zu bieten hat. Also das heißt, Eva, du fährst mit deinem Privatwagen jetzt hier mit? Ja, das hat sich so ergeben. Also ansonsten hätte Polestar Deutschland mir auch einen gestellt. Für die ich wollte gerade fragen, ob Polestar keinen Wagen mehr hat, dass sie dir keinen mehr geben können. Doch, das ist schwierig. Das hätte funktioniert, das war alles in Absprache, aber ich bin dann doch mit meinem eigenen Wagen gefahren und ich bin gespannt. Das ist ja quasi so eine Art Generalprobe, auch die 1000 Kilometer und eine Probefahrt sozusagen. Für mich ist es für dich jetzt sozusagen eine Trainingsstrecke. Eine Trainingsstrecke, genau. Ist ja auch Berlin-München. Nur leider wird auf der ED 1000 noch eine kleine Kurve über Bielefeld gemacht, aber das kriegen wir ganz locker hin. Ja. Aber Anna, sag mal, du hast doch bestimmt dafür gesorgt, dass Eva eingeladen wurde, absolut, oder? Absolut. Wir wollten auch unsere Community aktivieren und eben keinen Promi oder irgendeinen Fahrer organisieren, sondern wirklich Menschen, die Polestar lieben, die täglich mit Polestar unterwegs sind. Und wir haben uns besonders gefreut, dass Eva eben heute dabei ist. Wir haben noch einen weiteren Fahrer mit Jonas, also Frauenpower und ein bisschen YouTube-Power auch dabei. Von daher ist das, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Fahrt und wir freuen uns drauf. Also war das nicht in Wirklichkeit so eine kleine Entschädigung für die Probleme, die Eva am Anfang mit Polestar hatte? Na, welche Probleme hatte ich? Probleme? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, aber morgen geht es dann erst richtig los. Heute ist im Prinzip nur Fahrervorstellung, Auto, bisschen kennenlernen. Leider sind die meisten Autos zu. Ich würde ja gerne mal in den EV6 steigen. Nimmst du mich mit? Da kannst du mich mitnehmen. Kannst du mich gleich mitnehmen? Ich bin auf deiner Liste ganz oben. Ich weiß. Tanzliste, EV6 ganz oben. Aber der ist abgeschlossen. Ich habe schon probiert, leider. Der EV6. Ich kann da was. Also der Kia. Bist du dafür verantwortlich? Wir können das ändern. Ja, bitte. Ja. Ändern. Jetzt. Ich melde mich gleich wieder. Passend zur Hand. Leute, hier ist die Mega-Prominenz am Start. Deutschlands erfolgreichster Auto-YouTuber. Chris von Carmaniac. Ausfahrt TV, glaube ich, war es. Ja, ich glaube auch. Ja, du hast 8-mal mehr Abonnenten als ich, leider. Aber ich bin auf dem Weg. Sag mal, was bringt dich dazu, dich mit so einer aussterbenden Technologie wie dem Verbrenner zu beschäftigen? Das ist ja überhaupt nicht wahr. Ich mache nicht schwerpunktmäßig Verbrenner, ich mache schwerpunktmäßig Autos. Ja, was fährst du privat? Diverse Autos. Ich fahre zum Beispiel Erdgas. Ich habe einen Bulli T5 mit Erdgasantrieb. Ich habe einen Chevy Suburban V8 drin, also einen Verbrenner. Ich habe auch einen Firmenwagen Opel Insignia als Diesel. Also ich habe im Prinzip alles im Angebot und meine Tochter fährt als Firmenwagen Zoe. Ja, siehst du. Du machst aber YouTube quasi hauptberuflich, oder machst du einfach anderes? Nein, ich mache hauptberuflich. Ich mache hauptberuflich. Und, ich auch. Nee, ich nicht. Ich mache Redakteur, das ja nur als... der macht Deutsch für mich. Okay. Du bist dann synchronisiert. Ne? Ja. Ich mache es mir ganz einfach. Das ist ja das Geheimnis quasi, das ganz offene Geheimnis von Ausfahrt-TV ist immer das Gleiche. Du hast eine Routine, du spulst die Videos runter und du schneidest aber nicht selbst und hast ein Team, oder? Ich habe einen Kameramann, also wir sind ein Zweier-Team. Okay. Ich lebe und er arbeitet. Ja, Leute, wir sehen uns auf der Strecke. Ich bin gespannt, wie es morgen läuft. Wann startest du? 7:45 oder? Ich glaube, wir starten 7:45. Ich habe ehrlich gesagt, also, Hauptsache, du verspätest dich. Nein, ich will früh aufstehen. Alles klar. Noch ein Promi hier.
Promi, ja. Stefan Möller. Ja, Schauspieler, er kennt mich hoffentlich. Das Double von Jürgen Vogel. Diesmal mit Bart. Was machst du? Ich wurde eingeladen und da kam ein Anruf. Und wenn ich am Wochenende Aktionen mache, dann muss ich normalerweise meine Familie fragen, ob ich weg darf. Aber wenn Kia anruft und mir 1000 Kilometer EV6 anbietet, habe ich mal spontan zugesagt. Du fährst den EV6? Das steht da, ja. Genau. Und, ja, geil, das habe ich ganz vergessen. Dann dürfen wir doch bestimmt mal rein, oder? Du dürft rein und ich habe sogar schon den Schlüssel und es ist kein Aufpasser da. Dürfen wir eine Runde drehen? Ich glaube nicht. So, hoffentlich mache ich nichts kaputt. Ich bin jetzt aufgeregt. Oh. Schon eingezogen hier. Hast du den auf dich schon eingestellt, den Sitz? Ja, also war zwischendurch noch jemand anders drin. Aber. Das merkt man. Aber der sieht so ein bisschen hier aus wie der Ioniq. Ne? Auch diese ganzen Grafiken, das ist alles gleich. Ne? Das ist noch nicht alles final. Hier ist noch Sandpapier-Feeling, das ist nicht Serie. Das ist ein Vorserie. Hier vorne steht noch keine Fahrgestellnummer drin. Okay. Das heißt, wenn ich den klaue, kann keiner was machen. Na doch, 311 ist es, glaube ich, ja. So, das ist manuell, so mechanisch. Okay. Also Lenkrad kommt weiter ran zum Fahrer als beim Ioniq 5, ist mir positiv aufgefallen. Und ich hatte schon statische Sitzprobe in einem Fahrzeug mit Glasdach, der war am Kopf zu wenig für mich. Und hier habe ich vielleicht 4 cm weniger als im Ioniq 5, aber für mich reicht es auch ohne, also ohne Glasdach kann ich ihn kaufen. Das ist ja auch cool. Aber diese gekarften... Das gecurvte Display, tatsächlich ist das sehr, sehr schick. Also und sie haben es schwarz gemacht. Bei Hyundai ist das hier hell, was natürlich mit dem hellen Innenraum gut harmoniert, aber viele Nutzer kritisieren es. Manni macht hier Dönches. Ja. Will das auch dabei? Ja, hallo. Hallo, du bist Laura Mariengeißler. Genau. Du fährst normalerweise Rennen. Ja, normal. Otto Motor, genau. Genau, aber du bist jetzt heute hier und fährst auch morgen mit. Genau, ich fahre morgen mit im iRace. Da sind wir sozusagen Kollegen, weil ich fahre auch im iRace, aber bei ATU. Du bist im iRace-Team selber und schon mal elektrisch gefahren oder noch nicht? Nee, das erste Mal. Ich war kurz bei Tesla, habe mich da ein bisschen ausprobiert, aber jetzt so richtig im Alltag elektrisch gefahren das erste Mal. Also privat bei Tesla? Privat. Oder? Okay, das ist auch für eine Rennfahrerin, glaube ich, das bessere Auto als ein iRace. Ja, und das ist mein Team, was morgen oder mit dem ich morgen fahren darf. Das ist der Hussein und das ist der Markus vom Team ATU iRace. Oder iRace ATU Team. Auf jeden Fall fahren wir mit dem roten iRace hier von Berlin nach München über Bielefeld und Ulm. Ja, und wir verbringen morgen 20 Stunden in dem iRace. Nein, das war jetzt Spaß. Ich hoffe nicht. Also nichts gegen euch, aber ich will hoffentlich, ja. Auf jeden Fall hat er belüftete Sitze. Das ist richtig geil. Und ich darf auch mal fahren. Da freue ich mich tierisch drauf. Und ich hoffe, dass wir einen guten Start erwischen. Wir starten mit 100%, oder? Ja. Okay, das ist nicht so wie beim E-Cannonball. Da hätten wir ein Handicap. Das haben wir nicht. Wir dürfen also vollladen. Und erster Ladestopp ist so in 170 Kilometer, würde ich mal schätzen. Wobei wir gesagt haben, wir fahren bis 5% runter und suchen dann eine Ladestation. Ganz spontan. Volles Risiko. Da bin ich mal gespannt. Zwei Dinge. Wir bauen eine bessere Ladeinfrastruktur. Und wir brauchen eine echte Energiewende. Weil wenn wir unsere Stromautos mit Kohle und Atomkraft laden, haben wir, glaube ich, das Ziel brutal verfehlt. So Leute, wir sind hier klar am Start. Wir sind in der Tiefgarage noch in Berlin am Eurefplatz und heute geht's jetzt nach München. Das sind 1000 Kilometer und der iRace hat ja wie gesagt kein Navi, keine Routenplanung, gar nichts. Wir machen das jetzt über Apple CarPlay, was mittlerweile hier beim iRace funktioniert. Und die Ladeplanung haben wir vorher mit dem Better Route Planner gemacht und wir laden ganze acht Stops. Das ist der letzte in München. Also wir laden 7-mal. Das ist deswegen so, weil der iRace natürlich auch eine beschränkte Reichweite hat. Also man kommt mit 100% so um die 200 Kilometer auf der Autobahn bei 130. Und wir fahren jetzt mit 100% los hier und fahren das erste Mal 179 Kilometer und laden dann so mit 29% das erste Mal. Das ist ein bisschen viel eigentlich Akkustand. Ich denke auch, dass wir vielleicht mit ein bisschen weniger ankommen, wenn wir ein bisschen schneller fahren. Das können wir ja machen, weil wenn wir Reserve haben, dann können wir auch schneller fahren.
Und da laden wir dann 17 Minuten und so geht das dann immer weiter. Und insgesamt auf der Strecke laden wir ungefähr 2,5 Stunden. Das heißt 7 Pausen, immer so zwischen 15 und 28 Minuten. Das heißt möglichst kurze Ladehübe, weil wenn ihr aus meinem iRace-Video vom Januar das gesehen habt, dann ist ja ab 65% die Ladekurve ein bisschen ungünstig. So, Hüseyin und Markus, ihr seid soweit? Ja. Wir sind soweit, jawohl. Alles gecheckt, das sind meine Reisepartner von ATU. Hüseyin, Markus, mich kennt ihr und jetzt fahren wir los. Oh, ich sehe gerade, Unfall voraus, 5 Kilometer. Ach du Schande, nee, jetzt wird das schon wieder umgeplant. Und schon ist unsere Ladestrategie zum Teufel. Den kennen wir, oder? Ey, das bin ich! Da vorne fahre ich! Meine Frau, gib mal Gas, komm! Gib mal Gas hier. Da vorne ist Nasilla mit meinem Tesla und fährt gerade nach Hause, weil die hat mich nicht gebracht. Heute ist Bahnstreik und ich musste dann quasi nach Berlin chauffiert werden. Mit der Bahn ging leider nicht. Einmal winken oder Lichthupe. Das ist ja ein Zufall. Ja. Schickes Auto. Entschuldigung. In eigener Sache. So, jetzt sind wir aus Berlin raus, können wir uns mal ein bisschen unterhalten. Sag mal, Markus, du bist Elektroautofahrer, also hast schon ein bisschen Erfahrung, oder? Ja, ich bin seit ungefähr 3 Monaten Elektroautofahrer. Fährst was? Ich fahre einen Model 3. Model 3, also Tesla, alles klar. Genau. Und wie bist du mit zufrieden? Sehr zufrieden, muss ich sagen. Bin jetzt schon 5000 Kilometer gefahren. In 3 Monaten? Richtig Spaß. Ja, das ist immer so. Ne? Wenn man so ein Ding hat, da fährt man viel mehr als vorher, finde ich. Und dann ist das ja für dich heute auch eher so eine Routinetour, ne? Naja, aber 1000 Kilometer an einem Tag bin ich auch noch nicht gefahren. Bin sehr gespannt, wie gut wir durchkommen heute, auch mit unserer Ladeplanung. Aber bin da sehr guter Dinge, dass wir das gut schaffen heute. Der Better Route Planner ist da ziemlich zuverlässig und wir haben so viel Puffer eingeplant. Wir kommen ja meistens immer mit 20% an. Aber ansonsten, der iRace hier ist richtig top. Also man fühlt sich hier wie in Abrahams Schoß. Die Kiste ist ja auch so riesig, hat ein Raumgefühl. Also Markus da hinten, da muss ich mir fast schon Feldstecher nehmen. Und vor allem hier die Beinfreiheit von 30 cm oder so. Das ist schon toll. Und jetzt mal zu euch, meine ATU. Wieso? ATU ist ja jetzt quasi der Servicepartner von iRace. Also deswegen seid ihr sozusagen jetzt dabei oder sind wir dabei, weil ATU von iRace quasi den gesamten Service übernimmt in ganz Deutschland. Und wenn ich jetzt kein iRace habe, kann ich trotzdem mit dem Elektroauto zu euch kommen, oder? Absolut, genau. Wir wollen das auch zeigen bei dieser Fahrt. ATU kann auch elektrisch. Wir sind schon längst bereit für Elektromobilität. Das heißt, wir haben sehr frühzeitig damit begonnen, unsere Mitarbeiter zu schulen und weiterzubilden und können jetzt in all unseren 530 Filialen Elektro- und Hybridfahrzeuge warten. Also das heißt, ich kann auch mit meinem Tesla, wenn ich was habe, zu euch kommen? Richtig. Wir haben auch sehr viele Tesla-Kunden unter unserer Kundschaft und machen vom Reifenservice bis Wartungsarbeiten, Bremsreparaturen, Klimawartung, machen wir sehr, sehr viele Services und Dienstleistungen. Und ATU, habe ich gehört, ist ja nicht nur jetzt im Bereich Wartung aktiv, sondern ihr baut ja auch aktiv euer Ladenetz immer weiter aus. Also wie viele Filialen habt ihr in Deutschland? Wir haben in Deutschland 532 Filialen. 500? Ja. Wow. Und die bekommen nach und nach alle Ladestationen? Hoffentlich irgendwann. Also, wo seid ihr jetzt? Immer noch nicht, genau. Momentan sind wir bei 42. Also okay, 42, sind das alles Schnelllader oder sind das eher 22 kW Lader? Das sind schon Schnellladestationen, der Großteil momentan noch mit 50 kW, aber die werden gerade umgerüstet auf mindestens 250 kW. Wir sind jetzt übrigens so 25 Kilometer unterwegs und ich spieker mal eben, wir haben so 23,3 Kilowattstunden im Durchschnitt, fahren 120, Wetter ist gut, was haben wir denn, wir haben wie viel Grad, siehst du das irgendwo? 18 Grad steht da gerade, sagt zumindest das iPhone. Und
Das Auto sagt 12, das iPhone sagt 18. Das ist 18 für die Innentemperatur. Ach, das ist die Innentemperatur, okay. Die Heizung. Alles klar. Draußen ist 12, wird heute aber noch so über 20 und sonnig, also kein Regen. Ich glaube, mein Rainmaker-Image bekommt echte Kratzer gerade. Und ich glaube, wir liegen echt super im Rennen. Der Wagen läuft und es macht echt Spaß, total bequem. Auch die Geräuschkulisse hier ist total angenehm. Ne? Also man hört nur so ein bisschen Rauschen. Also das macht schon Spaß, hier den Wagen zu fahren. Naja, wir haben noch ein bisschen vor uns, also 150 Kilometer noch. Und wir haben noch 89% im Akku. Ja, läuft, würde ich sagen. So, wir sind jetzt eine Stunde unterwegs schon, haben noch 115 Kilometer vor uns, hat durch Berlin noch ein bisschen gedauert und wir sind ja erstmal langsamer gefahren. Aber jetzt, wo wir gesehen haben, wieso der Verbrauch ist, haben wir uns entschieden, jetzt geben wir Stoff, weil wir haben ja genug Reserve, wir sollen ja mit 30% da ankommen. Viel zu viel, also fahren wir jetzt viel schneller, weil wir dürfen eigentlich 30 Kilowattstunden verbrauchen, habe ich ausgerechnet auf 100. Und haben immer noch Reserve, wenn wir da sind, in noch 114 Kilometer. Deswegen fahren wir jetzt 150. Und mal sehen, vielleicht müssen wir nachher noch wieder ein bisschen reduzieren, aber besser schneller ankommen, als hier irgendwie Zeit auf der Strecke vergeuden durch langsam fahren, wenn man es gar nicht muss. Und wenn man mit weniger State of Charge ankommt, dann lädt er eh schneller. Also von daher ist das alles gar nicht schlimm. Dann laden wir halt bis 65% hoch oder 60 und sind dann wieder weg. Dauert dann auch nur 20 Minuten. Wird schon klappen. Natürlich klappt das. Zwei Tesla-Fahrer an Bord. Weil Tesla-Fahrer sind ja so versaut, die müssen ja nichts machen, die müssen ja nicht mal nachdenken. Und jetzt sind wir hier im iBase richtig gefordert. Wir haben Softwareprobleme, jetzt bootet gerade der iBase neu. So, wir sind wieder unterwegs. Wir sind 22 Minuten haben wir da gestanden an der Ladesäule und haben von 16 auf 65% hochgeladen. Das ist fast ein bisschen zu viel schon. Wir fahren jetzt nur eine kurze Etappe, das sind so 90 Kilometer rund. Von hier jetzt, aller Ingersleben war das, an der Araltanke, zum Rasthof Lehrter See. Da ist Ionity, da werden wir dann auch mal kurz einen Stopp machen. Der dauert dann aber, glaube ich, nur noch 10 oder 15 Minuten, ich weiß es gar nicht. Weißt du, wie lange der Stopp bei dem nächsten Akkus? Der nächste dauert ungefähr 20 Minuten. 20 Minuten wieder, ja, okay, also wahrscheinlich immer so 20 Minuten. Wir geben jetzt Vollstoff, weil wir ja gar nicht so viel Kilometer haben. 90 Kilometer, wir haben 62% aktuell, also 150. Gib Gas. So, noch 4 Kilometer und wir fahren wieder raus. Das war jetzt wirklich sehr schnell. Die Strecke war echt nicht lang und wir sind echt Vollgas gefahren. 170, was die Karre hergibt. Haben jetzt runtergebrannt auf 18%. Wir kommen wahrscheinlich mit 16 dann an. Von 65 gekommen, also rund 40% Akku verbrannt in 90 Kilometern. Ja gut, aber wir laden dann gleich wieder so 20 Minuten, weil die nächste Etappe ist dann direkt nach Bielefeld. Das sind 125 Kilometer von hier aus und da werden wir dann erwartet, da wird es dann noch irgendwie ein Interview geben
für die Dokumentation dieser Ed 1000 hier. Und da laden wir auch natürlich ein bisschen nach. 129 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit auf der gesamten Strecke jetzt. Das sind inzwischen 246 Kilometer. Ist doch ein guter Schnitt, finde ich. Genau, Richtgeschwindigkeit. Richtgeschwindigkeit, genau. Wo müssen wir geradeaus hier? Ne? Wie war es denn bisher? Wie lief's? Also total entspannt, ne? Ja, Porsche Taycan, Leute. 255 kW bei 34%. Also bei uns läuft's. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns läuft's. Ja, aber der stoppt nicht. Der stoppt nicht. So, heute hat sich aufgehängt, oder? Stoppt nicht mehr. Also ihr wollt Probleme, das sind Probleme. Wir kommen nicht hin. Nee, kannst du drücken, bis du schwarz wirst. Stopp nicht. Eine Ewigkeit später. So, wir sind wieder auf dem Weg. Wir sind jetzt gerade erstmal nicht von der Unity wieder losgekommen, weil der Stoppknopf nicht funktionierte und auch die Authentifizierung mit der Karte wollte nicht mehr. Hotline hat geholfen, haben wir jetzt 3 Minuten verloren, leider. In 450 Meter. Und der Porsche ist schon längst wieder weg, aber gut, wir sind wieder auf dem Weg und im Rahmen unserer Möglichkeiten mit 170 geben wir wieder Vollstoff. Jetzt haben wir 125 Kilometer vor uns, glaube ich. Und da fahren wir bis Bielefeld. Das dauert so rund eine Stunde, würde ich mal schätzen. So, wir sind 47 Kilometer vor Bielefeld und hinter uns ist jetzt schon der erste Polestar aufgelaufen. Wir haben ja den Stau auf der A2 umfahren. Das hat uns irgendwie 25 Minuten Zeit verschafft. Trotzdem ist der Polestar hinter uns, der ist später gestartet. Wisst ihr, wie viel später er gestartet ist? Das wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich so eine halbe Stunde später. Halbe Stunde, ja. Aber der hat natürlich nur einen Ladestopp gemacht. Wir ja schon zwei. Und der Porsche Taycan, der ist gleich schon in Bielefeld, haben wir gerade erfahren, telefonisch. Der müsste jetzt in 5 Minuten dort ankommen. Der ist uns also locker eine Viertelstunde, 20 Minuten voraus. Hier ist leider jetzt erstmal wieder 80 auf der Autobahn. Das heißt, so schnell geht es auch nicht voran. Aber wir haben noch, was haben wir, 32% und 46 Kilometer vor uns, also ganz locker. Wenn wieder frei ist, dann geben wir wieder Gas. Weil der Polestar kann, glaube ich, 185. Der wird uns überholen. Sobald wir ihn lassen. Ja, der hat ein paar Kilometer. Mal sehen. Ja, noch 10 Kilometer, dann sind wir in Bielefeld. Uns haben jetzt hier die zwei Polestars überholt, beziehungsweise der eine hat uns überholt und wir haben gerade eine Nachricht von dem zweiten Polestar bekommen, dass er schon angekommen ist. Vom Porsche habe ich noch nichts gehört, er müsste aber schon längst da sein. Ich glaube, der ist schon wieder weg, wenn wir da sind. Aber sonst ist keiner vor uns, glaube ich, im Moment. Und wir sind jetzt bei 11% und haben noch 9 Kilometer. Das heißt, endlich mal so eine halbe Punktlandung, dass wir mit möglichst ganz wenig Prozent da ankommen. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber wir haben Zeit verloren durch den Stau, aber das haben die anderen auch. Wir haben den Vorteil gehabt, dass wir den Stau umfahren haben, weil unser Apple-Navi hat gesagt, dass wir damit 20 Minuten sparen. Und die anderen haben dadurch 20 Minuten verloren, dass sie im Stau geblieben sind. Also liegen wir tatsächlich super in der Zeit momentan. Also viel besser als gedacht. Ganz wunderbar bisher, würde ich sagen. Astrein. Hallo Arni. Hallo Jens.
Das kann man gar nicht sagen. Wieso seid ihr erst hier? Ihr seid doch eine Stunde vor uns gefahren. Ja, das stimmt. Also erstmal haben wir in der Parkgarage rumgetrödelt, weil wir noch Steve und Volker da hatten von Berlin-Brandenburg Elektrik. Und jetzt müssen wir weiter. Da haben wir ein bisschen getrödelt. Und okay. Wir sind dann tatsächlich erst um 7.30 Uhr, 7 Uhr irgendwas losgefahren. Also doch noch mal ein bisschen später als gedacht. Okay, 7.40 Uhr sind wir losgefahren. Ja, dann sind 10 Minuten hinter uns. Alles klar. Ja, viel Spaß. Wir sehen uns. Ja, macht genug Trinkpausen. Lasst euch Zeit. Es ist keine Rallye. Es geht nicht ums Gewinnen. Es geht nicht um den Kennenlernen. Nein, es geht nur ums Ankommen. Gute Reise. Ciao. So, dritter Ladestopp. Ja, das ist jetzt der Nachteil vom iRace. Ja, und bei Shell Recharge war es leider ein bisschen voll. Deswegen sind wir zum Porsche-Zentrum hier gefahren in Bielefeld. Genau, wir sind tatsächlich in Bielefeld. Also Beweis erbracht. Es gibt es wirklich. Aber es lädt ein ID3 und der Porsche ist leider eine Sekunde vor uns an die Ladesäule gekommen. Und natürlich, das Recht des Stärkeren gilt hier auch beim Laden. Wir müssen warten, bis der ID3 wegfährt und vorher können wir nichts machen. Das kostet uns leider wieder ein bisschen Zeit. Ja, und hier. Schaut mal, da kommt Benzin aus dem Tank, aus dem Hahn. Nee. Ladestation vorläufig außer Betrieb. Danke, Porsche! Ja, wir sind wieder on the road nach ein paar kleinen Ladeschwierigkeiten. Beim Porsche-Zentrum hier in Bielefeld, da haben wir erst angefangen zu laden mit 93 kW, richtig geil für den iRace. Aber dann plötzlich ist die Ladung abgebrochen und als wir das Kabel abgezogen haben, da lief da Wasser raus. Also tatsächlich ist die Wasserkühlung vermutlich gebrochen von dem Kabel und die ganze Ladesäule war außer Funktion. Neben uns lud halt der Porsche Taycan und der wollte halt ein bisschen länger laden. Die Ladeleistung war bei dem auch nicht so hoch, nur 200 kW, sodass er da halt auch noch ein bisschen stand. Und dann haben wir uns halt eine neue Ladestation gesucht hier in Bielefeld und die war so ein bisschen die Straße runter, so 2 Kilometer vom Porsche Zentrum entfernt. Burger King, weil bei Shell Recharge, wo die ganzen Aufnahmen gemacht wurden, standen halt alle anderen Autos schon rum. Da ist der Porsche, der ist gerade fertig, also wir haben alles richtig gemacht. Super. Genau, der Peugeot E2008 lädt da gerade. Mit Hannes Jenicke drin. Gut, wir machen den nächsten Ladestopp in, da ist der Mokka, wo will der denn hin? Zum Porsche-Zentrum? Wahrscheinlich. So, der zweite. Egal. Entschuldigung, bin unterbrochen worden. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Egal, wir fahren auf jeden Fall weiter. Wir haben jetzt 62% im Akku, eigentlich wieder zu viel. In einem Kilometer rechts. Aber wir geben wieder Gas und in 109 Kilometer ist der nächste Ladestopp. Das heißt, jetzt läuft auch die Klimaanlage ein bisschen. Da werden wir ein bisschen mehr Energie verbrauchen, aber wir haben eigentlich genug Reserve im Akku. So, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Ladestopp. So, wir sind gleich bei unserem vierten Ladestopp. Das sind noch so 14 Kilometer. Und ja, falls ihr dabei wart, ich habe gerade einen Livestream gemacht, ungefähr eine halbe Stunde hier von der Autobahn. Da standen wir ein bisschen im Stau, hat sich gerade gut angeboten. Falls nicht, dann schaut mal auf meinem Kanal, gibt es hier unterhalb dieses Videos irgendwo einen Livestream und ich mache heute vielleicht auch noch einen zweiten. Wir sind noch ein bisschen unterwegs, also jetzt ist der vierte Stop und dann kommen noch drei. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns und ich denke mal vor 9 Uhr sind wir nicht in München. Könnte auch 8:30 werden, wenn wir Glück haben, aber es hängt davon ab. Also ich habe auf Google Maps gesehen, dass wir noch 2 Staus vor uns haben. Also das ist immer so dieser bremsende Faktor, diese Stausituation. Dreist muss man mal sein. Ne? Direkt neben uns steht der eine Verbrenner in Tiguan und parkt da einfach. Ist gerade vor uns hier hingefahren. Ich meine, hier gibt es genug freie Parkplätze. Man muss sich vor die E-Ladesäule stellen oder was. Das muss doch echt nicht sein. Ja, wir haben jetzt hier 2 E.ON-Stationen ausgesucht, wobei eine natürlich wieder mal nicht funktioniert hat. Ne? Kilometer, die nächste Etappe nach Ebelsbach, glaube ich, ist das, ja. Hinter Nürnberg. Und dann noch einmal kurz vor München einer und dann sind wir irgendwann da. Es zieht sich tatsächlich wie so Kaugummi, weil auch die Verkehrssituation total scheiße ist. Wir haben hier ständig Stop and Go, wir haben Baustellen, wir haben Unfälle, also Stau ohne Ende. Jetzt fahren wir gerade wieder auf die Autobahn und schon ist zäh fließender Verkehr. Das nervt. Also wir könnten doch ein bisschen schneller sein, wenn diese vielen Staus nicht wären. Da kann das Auto jetzt nichts für. Aber man merkt schon, also ich zumindest, weiß nicht, wie es euch geht, wenn man 7 Ladestops macht auf einer Tour, ist schon ein bisschen nervig.
Also das kann man ruhig mal sagen. Vielleicht planen wir beim nächsten Mal dann doch lieber nur 5, dafür ein bisschen längere, weil das ständige Abfahren von der Autobahn, das hält halt irgendwie auch auf und das macht keinen Spaß. Also, wir haben es geschafft. Wir sind 14 Stunden auf der Straße gewesen heute. 14 Stunden, quasi pro Stunde ein Ladestopp. Also, nein, das stimmt nicht. Aber also, wir haben 7 Ladestopps gemacht und ja, es fühlte sich doch irgendwie mehr an. Würde ich nicht nochmal machen, diese 7 Ladestopps, aber es war ein geiles Erlebnis. Was sagt ihr? Wir haben jede Minute genossen. Ja, in dem Auto sowieso. Und auch mit dem Team, das mit dem ATU-Team, es war super professionell und das Ganze, auch das Orga-Team hier von der AD1000, super gut gemacht. Alles prima und hier der Empfang in München ist grandios und gleich geht's erstmal essen. Und ich hoffe, euch hat das Video auch ein bisschen gefallen. Wir werden hier gleich noch ein bisschen feiern und ich wünsche euch viel Spaß, was immer ihr heute macht. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre es aber dringend mal an der Zeit. Und gebt mir gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Voll elektrifiziert. Juhu.